Fritz. Soundgarden am Abend. Willkommen zum Soundgarden am Mittwoch. Heute geht's wieder um elektronische Musik. Das bis zum Abwinken. Vollgepackt mit neuer Musik. Dieser Mittwochabend. Auf Fritz! Höppekei!
Musik aus San Francisco von den Hardcast Brothers. The Phoenix haben wir vor 2 Wochen gespielt und es gab so viele Anrufe und so viele Leute, die wissen wollten, was es denn sei. Dachte ich mir, spiele ich es nochmal. Da gibt es ein wunderschönes 1995 veröffentlichtes Doppelpack mit weißem Vinyl und dann ist noch so eine schöne, bunte Karibik-Muschel vorne drauf. Ist schick. Haben sie gut gemacht. Und ganz neu ist das, was da läuft. Unsere Jungs aus Dublin haben wieder was gemacht. Coast to Coast haben geremixt und zwar Slaker. Scared.
Freitag fertig geworden. Gerade aus dem Studio geflogen, die CD zu mir in die Hand und heute schon im Radio. Bei Fritz im Soundgarten am Mittwoch. Nur für euch. Die nächste Platte hat auch eine lustige Geschichte. Und zwar ist das so eine von denen, die ist so, ich glaube, vor 2-3 Wochen zugeschickt bekommen. Und naja, die sieht so komisch bunt aus. Da denkt man dann natürlich, wenn man unter Zeitdruck ist, die ist bestimmt noch nicht so toll. Aber dann, letzte Woche, da sollte ich dann für ein Magazin in England so ein paar Platten anhören. Und dann dazu dann quasi für das Magazin sagen, was ich davon halte, wie ich sie finde. Und was soll ich euch sagen, da war diese Platte dabei. Die ist geradezu grandios. Various Artist, Different Freaks EP. Vom Label Rosenberg Entertainment. Da hatten wir schon mal was dabei. Und wir hören hier, wie heißen sie denn? Nee, nicht wir, sondern DJ Hardware. Static Resistance.
Da muss man nicht mehr so viel zusagen. Eine super Nummer. Das mit dem Kratzen, das liegt einfach daran, dass ich die Nummer so geil fand, dass ich da natürlich gleich richtig viel aufgelegt habe. So soll's sein.
Hopkins, Black AM. Das ist der Wasp Remix. Die sind demnächst auch am Start mit einer wunderbaren Platte auf Ministry of Sound. Das Ding hier ist auf Direction Records. Look out! Everything around me moved. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Etwa ein neuer Räusper oder so, den ich mir ausgedacht habe. Nein, die heißen so. Eigentlich mal geplant war Vajo, aber dann hat Sony gesagt, Edge, unser Computer heißt so, das geht nichts. Also heißt es jetzt Ayo Rapture im Remix von Riva. Und der ist geradezu grandios. Wenn Fritz über Satellit, dann Astra Digital Radio, Transponder 30. Transponder 30. Fritz, Kurzinfo. Wir haben es jetzt 20 Uhr und 33 gleich. Das Wetter. Nachts stellenweise Nebelbildung, Abkühlung auf 9 bis 7 Grad. Morgen von Westen Bewölkungszunahme, dann im Norden Regen bis 18 Grad. Die Meldung mit Gesine Kühne. Mehrere Friedens- und Literaturnobelpreisträger haben sich gegen einen Krieg in Afghanistan ausgesprochen. Im ARD-Magazin Monitor warnten sie vor einer Spirale der Gewalt. Zu Wort meldeten sich unter anderem der südafrikanische Bischof Desmond Tutu, der Schriftsteller Günter Grass und der Theaterregisseur Dario Fo.
Bundeskanzler Schröder hat am Abend die Ministerpräsidenten der Länder empfangen, um mit ihnen über die Lage nach den Terroranschlägen in den USA zu beraten. Zu der Unterredung waren auch die Präsidenten des Bundeskriminalamts, des Bundesnachrichtendienstes und des Bundesamts für Verfassungsschutz geladen. Die NATO hat heute eine Nachfolgemission für Mazedonien beschlossen. Unter deutscher Führung will das Bündnis nun Soldaten zum Schutz von etwa 200 zivilen Beobachtern von EU und OSZE nach Mazedonien entsenden. Die geplante Fusion von 4 Energieunternehmen zum drittgrößten deutschen Stromkonzern ist gescheitert. Der schwedische Vattenfall-Konzern und die US-Gruppe Mirant konnten sich nicht auf die Zusammenlegung der Firmen BEWAG, HEW, WEAG und Laubag einigen. Fritz präsentiert das Techno-Festival im Berliner Herbst. Recombination. Recombination. Mit Takio Ishino, Mr. X and Mr. Y, Marusha, Terence Parker, Lexi und Haito, Hiroshima Live, Savas Paskalidis und vielen anderen. Recombination. Samstag, 29. September in der Arena und im Glashaus Berlin. Und jetzt kommt Reklame. Endlich, nach 3 Jahren, das neue Album des Kulte-Acts R&B Mission Horizon. Out now. 404 und Fuse Club Maso feiern auf 3 Floors mit den DJs Jokeran, Fengal, Duck, Iron Bass, AB, Com, Housewife, Funky und B-Rock und vielen anderen mehr am 6. Oktober im Haus der Offiziere in Wünsdorf Altstadt, direkt an der B96, 30 Kilometer südlich von Berlin. Endlich, nach 3 Jahren, das neue Album des Kulte-Acts R&B Mission Horizon. Out now. Und nicht vergessen. Recombination. Recombination. Mit Takio Ishino, Mr. X und Mr. Y, Marusha und vielen anderen in der Arena Berlin. Und Fritz überträgt live im Dance Under the Blue Moon Special. Samstag, 29. September ab 22 Uhr im Radio. Fritz. Und wir haben 3x2 Fragkarten zu verlosen, das Ganze allerdings ein bisschen später. Wir haben noch ein bisschen Super Techno! We'll be right back.
vom Planetary Consciousness. Deswegen nennen sie sich mittlerweile auch einfach nur PC Records, das kann sowieso keiner aussprechen. Ambassador of the Fate. Da gibt's Remixe von. Unter anderem Oliver Lieb und Hardy Heller haben gearbeitet. Und das ist gut. Auch wunderbar geworden. Ist, ja, ist nicht wirklich ein Follow-up, aber auf jeden Fall von demselben Label. Und klingt auch vom Namen her Symphony of Strings. Nicht Four Strings, so wie das, was man ja kennt. Aber in dem Fall auch dieselbe Plattenfirma. Don't Want Your Love, Symphony of Strings of Liquid. Thank you.
Symphony of Strings. Don't Want Your Love. Übrigens der Connector-Remix. Dann gibt es noch einen von Donald & Giles. Den Original-Mix scheint es gar nicht zu geben. Dass Fritz ein wunderbar internationaler Sender ist, das wissen die meisten von euch. Und so sind natürlich auch die Angestellten und Mitarbeiter in diesem wunderbaren Verein. Auch von überall her. So haben wir zum Beispiel einen französischsprachigen Techniker heute hier, heute Nacht dabei. Und der gute Mann kam gerade mit einer CD rein und meinte, ey, das ist so richtig der Hit in Frankreich, das müssen wir jetzt mal spielen. Das hat er natürlich nicht in dem Akzent gesagt, aber mit dem Mann Französisch zu sprechen, das geht bei mir nicht so ganz. Außer je m'appelle Paul, geht bei mir nix. In dem Fall heißt der Artist Chateau Flight Instant Replay. So in dem Dreh müsste das wohl richtig gewesen sein. We'll be right back.
merci beaucoup für diesen Einwurf. Shuttle Flight, Instant Reply. Würde sagen, dass die Französin ein wenig anders. Instant Reply, something like this. Wir bleiben natürlich musikalisch, weltoffen und einmal ringsrum. Die nächste Platte ist im letzten Sommer durchgereicht worden in der Türkei von einem, also auf jeden Fall ein türkisches Produzententeam. Die Platte ist dann irgendwie bei unserem guten Bekannten Steph in Den Haag gelandet und der hat das Ding gleich gesigned für sein Label. Und wir hören da mal rein. Das, wie heißt sie dann noch gleich? Wir gucken nach und finden es raus. We'll be right back.
Club Sky. Four Days heißt das Ding. Und wie gesagt, auf Steph Label, das heißt Sadie Records. Da wird es die demnächst geben. Auch demnächst, am 29. September, nehme ich, um genau zu sein. In der Arena gibt es Takio Ishino, Mr. X und Mr. Y, Lexi, Marusha, Terence Parker, Frank Müller, Sabas Bass, Pasalides, Andrew Bean und Stash Rider und viele mehr. Wir haben 3x2 Freikarten. Für euch allerdings noch ein bisschen später. Ich wollte nur mal darauf hinweisen. Und dann waren da noch die Radiofritzen Max und Stefan heute Morgen. Highlights. URB. Es ist 6 Uhr. Und dann haben die aber relativ schnell das normale Programm weitergemacht. Jon, Bernte, Mike. Hier am Arsch. Es sind auch wieder sehr viele Zottels da, also die eher wahrscheinlich auf Alternative und Punk stehen. Schon mit seinen ersten Worten hat er dem Publikum klargemacht, was das Thema seiner Sendung ist. Beatman, 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 Beatman. Mein lieblingswichtigster Satz war, ihr könnt das mit dem Rufen eures Namens tun, das sollt ihr sogar machen. Der hat dann nämlich die Chance, die heruntergeladene Zeit dieses Songs sich anzuhören. Und der zweite Satz war, ja, und Anna hat jetzt so einen kleinen geilen Apparat im Sack, einen kleinen geilen Apparat im Sack. Das ist der Moderator, der hier das Frühstücksfernsehen macht. Diese Schule ist ein größten, ein großen, ein kleinen, die ganzen kleinen Kinder, die kotzen mich irgendwie an. Fritz meint, ach, geh doch nach Hause. Das mag jetzt zynisch klingen, aber wie hat denn der DAX reagiert? Und morgen bei den Radiofritzen geht es um Kai. Kai hat sich in Julia verliebt, möchte mit Julia ins Bett. Sie will Kai aber nur als besten Freund. Es sei denn, Kai macht Julia berühmt. Also hat Kai eine Internetseite für Julia gebaut. Wenn die 111.111.111 mal aufgerufen wird, dann geht Julia mit Kai ins Bett. Max und Stefan wollen natürlich wissen, was sich Kai und Julia dabei gedacht haben. Die Radiofritzen. Jeden Morgen von 6 bis 10 auf Fritz. Also das wird natürlich auf jeden Fall lustig werden, was da so am Start ist. Fritz. Soundgarden am Abend. Vielleicht hätten die Jungs auch so clever sein sollen, uns vielleicht davon zu überinformieren, einfach mal davon zu informieren, wie denn die Internetadresse wäre. Dann hätte man ja mal gucken können. Dann hätte man ja einen Beitrag für den Kai leisten können. Aber all das ab morgen früh. Eine Radiofritzin. Bei uns geht's noch weiter. Eine Stunde lang mit elektronischer Musik. Und da gibt's wieder was, das ist so richtig doll neu. Und zwar Yam Yam. Die gibt's schon ewig und haben auch früher schon auf Greengrass Records und vielen anderen Labels Musik gemacht. Jetzt sind sie bei Bedrock gelandet und haben sich auf der einen Seite, also auf der, die wir nicht hören, an den üblichen Bedrock-Sound angepasst. Also an das, wo es da eigentlich immer sinnlos vor sich hin brutzelt, ohne dass was passiert. Aber sie sind auf der B-Seite so geblieben, wie man sie kennt. Nämlich so, dass es Spaß macht. Hier ist Yam Yam mit ihrem neuen.
grandios, oder? Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich schon auf den 5. Oktober freue. Ich habe so viele spannende Platten dabei, die ich halt im Zweifelsfall dann euch im Club vorspielen wollen würde. Und nicht nur im Radio. Auch die nächste. Also sie geht erst ein bisschen brachial los, aber dann, dann wird ihr irgendwie auf so eine angenehme, rumpelige Art und Weise etwas deeper. We'll be right back.
grandios, massiv oder einfach nur schnuckelig. Eine Platte, die Spaß macht, mit einem richtig dämlichen Titel. Zumindest heißt das Label In Trance We Trust. Noch dümmer ging's eigentlich nicht. Aber in jedem Fall, also wie die Platte heißt, wissen wir nicht. Wir wissen leider nur halt das Label, weil es steht auf der Tüte. Aber schön gemacht. Schön gemacht. Fünfter Oktober. Casino. Sander Kleineberg. Und die Residents vom Casino. Und ich.
In the 70s, Feeling Sorry. Passt eigentlich mittlerweile schon fast besser zum Wetter, als es rauskam. Obwohl, wenn ich auflege, dann regnet es ja in Berlin meistens, sagt zumindest unser Rupert. Und Rupert muss es ja wissen. Naja, aber das wollen wir mal nicht hoffen. Ne? Also wir haben ja in jedem Fall immer auch ein sonniges Gemüt dabei, insofern kann es auch draußen regnen. Marco, wie heißt der gute Mann, der diese Platte gemacht hat und die heißt, wie heißt sie denn? Ich kann es nicht lesen. Das hat irgendeiner mit Handschrift so drauf geschmiert. Das kann man nicht lesen. Irgendwas mit Simulant, aber das ist ja auch doof. Simulant? Das wäre ja auch mit T. Egal. Marco, wie? Wir haben den Mann seiner schlechten Handschrift überführt. Simulated sollte das heißen. Marco V. Der Mann. Der mit der Schrift.
fleißiger Mann, weil der Follow-up dazu ist auch schon da. Da ist quasi die Single gleich mit dem Follow-up erschienen. Auch gut. Marco V. Simulated. ID&T ist das Label. Die nächsten Jungs, die haben wohl noch eine Rechnung offen mit diesem Typen, der damals dieses Plastic Dreams gemacht hat. JD hieß der, glaube ich. In dem Fall geht's da um Badass Motherfuckers. Und der Track heißt Payback. Das heißt, da ist wohl noch eine Rechnung offen. Und wir hören mal rein, was die so zu sagen haben. Bis zum furzigen Kurzwindhof. Schalke und Mallorca haben sich übrigens immer noch nicht auf irgendwas geeinigt. Die dümpeln vor sich hin 0-0. Ihr braucht also nicht zum zu gucken, sondern hört einfach hier rein. Plastic Dreams ein bisschen vermauschelt. Wenn doch gleich so ein... Lustigerweise, man dürfte das in England im Radio gar nicht spielen. Da wird es dann Badass Mother. Piep! Haben wir es gut. Gut, dass wir englische Worte so schön eindeutsch. Wenn Fritz in Berlin, dann 102,6. 21:30. Fritz, Kurzinfo. Das Wetter. Nacht stellenweise Nebelbildung, Abkühlung auf 9 bis 7 Grad. Morgen von Westen Bewölkungszunahme, dann im Norden Regen bis 18 Grad. Die Meldung mit Gesine Kühne. Bundeskanzler Schröder hat am Abend die Ministerpräsidenten der Länder empfangen, um mit ihnen die Lage nach den Terroranschlägen in den USA zu beraten. Zu der Unterredung waren auch die Präsidenten des Bundeskriminalamtes, des Bundesnachrichtendienstes und des Bundesamtes für Verfassungsschutz geladen. Mehrere Friedens- und Literaturnobelpreisträger haben sich gegen einen Krieg in Afghanistan ausgesprochen. Im ARD-Magazin Monitor warnten sie vor einer Spirale der Gewalt.
Zu Wort meldeten sich unter anderem der südafrikanische Bischof Desmond Tutu, der Schriftsteller Günter Grass und der Theaterregisseur Dario Fo. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk hat dazu aufgerufen, ein Notprogramm für Flüchtlinge aus Afghanistan aufzulegen. Es soll einen Umfang von mehr als 250 Millionen Dollar haben. Das deutsche Entwicklungsministerium stellte 15 Millionen Mark als Soforthilfe bereit. Die NATO hat heute eine Nachfolgemission für Mazedonien beschlossen. Unter deutscher Führung will das Bündnis nun Soldaten zum Schutz von etwa 200 zivilen Beobachtern von EU und OSZE nach Mazedonien entsenden. Die geplante Fusion von 4 Energieunternehmen zum drittgrößten deutschen Stromkonzern ist gescheitert. Der schwedische Vattenfall-Konzern und die US-Gruppe Mirant konnten sich nicht auf die Zusammenlegung von den Firmen BEWAG, HEW, WEAG und Laubag einigen. Freitag ab 22 Uhr auf Fritz. Der Computer Musik Blue Moon. Da geht's ums Musikmachen mit dem Computer. Mit viel Musik, die gar nicht elektronisch klingen muss und Leuten, die darüber reden wollen, nämlich euch. Ein Schwerpunkt liegt diesmal auf Einsteigerprogrammen von Magix. Und natürlich, wie immer, wollen wir eure selbstgemachten Tracks hören. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr auf www.fritz.de. Musste klicken. Und jetzt kommt Reklame. Endlich, nach 3 Jahren das neue Album des Kulte-Acts R&B Mission Horizon. Out now. Junge Welt, wir verändern die Welt. Lesen Sie morgen, das Fell des Bären wird verteilt. Planspiele gegen Afghanistan. Jeder Punkt der Erde. Die militärische Globalstrategie der USA. Rechtsblinker, ein besonders deutsch-nationaler CDU-Kandidat in Berlin. Junge Welt, Tageszeitung, die verändert. Am Kiosk. 404 und Fuse Club Maso feiern auf 3 Floors mit den DJs Jokeran, Fengal, Duck, Iron Bass, AB, Com, Housewife, Funky und B-Rock und vielen anderen mehr am 6. Oktober im Haus der Offiziere in Wünsdorf-Altstadt, direkt an der B96, 30 Kilometer südlich von Berlin. Endlich, nach 3 Jahren das neue Album des Kulte-Acts R&B Mission Horizon. Out now. Und nicht vergessen, www.fritz.de. Musste klicken. Wenn du deine eigene Musik hören willst. Der Computer Musik Blue Moon mit Volker Düspol. Freitag ab 22 Uhr auf Fritz. Ich find's ja immer doch spannend. Also wenn die Sprecher dann so, das dann so verbraten. Was hätte der Mann wohl gesagt bei einem neuen Michael Jackson Album? Out now, das neue Album von Michael Jackson mit neuer Nase und frischem Gesicht. Das Ganze ist immer noch der Soundgarden. Fritz! Soundgarden am Abend. Aber das Album ist natürlich in allem Fall spannend. Da sollte man auf jeden Fall mal reinhören, weil natürlich da so gute Sachen drauf sind, wie zum Beispiel Horizon. Und die Remixe, die abgeliefert haben zu ihren Sachen, sind natürlich immer ziemlich fett. Insofern kann man davon ausgehen, dass das mit dem Album genauso ist. Wir sind im Soundgarden. Ihr hört, was hören wir denn? Plastic Angel. Ja, die machen ja immer, die releasen immer eine Platte, machen die so ganz klein und heimlich und dann releasen sie Remixe und die kommen dann auch immer so hinterher und dann erinnert man sich dran, da war doch was. So machen sie es auch hier. Plastic Angel Daylight Remixes. Remixed. Ja, und dämliches Wort eigentlich. Remix auf jeden Fall. Von Resistance D. Daylight.
So, Kinders, jetzt müsst ihr euch startklar machen. 0331 7097 110. Recombination. So heißt der Event. Wir wollen von euch wissen, welcher japanische Künstler. Ha! Wie schwierig das wieder sein mag. Nein, es ist nicht Lexi. Auch die Marusha. Welche Farbe haben die Augenbrauen eigentlich zurzeit? Egal, aber auch die ist nicht aus Japan. Terrence Parker auch nicht. Frank Müller, nee, das klingt verdammt nach Berlin. Savas Pasalit, kann's immer noch nicht aussprechen, tut mir leid. Nee, auch der nicht. Andrew Bean, da muss jemand anders sein. Wir wollen es von euch wissen. 29. September in der Arena, Recombination. Mr. X und Mr. Y sind übrigens auch nicht. Aber was könnt ihr vom Namen so hinkommen? Mr. X und Mr. Y. 0331 7097 110 für diese wunderschönen Freikarten. Wir machen quasi schon mal so einen kleinen Vorgucker auch in die nächste Woche. Wobei jetzt natürlich wieder die Thematik des Vorguckers dran wäre. Das hatten wir ja schon mal. Aber ich habe eigentlich gesagt, müsste ja Vorhörer heißen. Aber es ist ja doch irgendwie, Vorgucker klingt irgendwie ein bisschen logischer. Egal. Alibi Eternity. Endlich ist sie da. Ab Montag in den Läden zu kaufen. Eternity. Armin van Buuren. Präsenz. Alibi. Nächste Woche gibt's da was zu verlosen übrigens. Nicht diese Woche. Heute 0331 7097 110. 3x2 Freikarten, Recombination. Die Frage, welcher Japaner macht da mit? Ist es der Takeo? Ist es der Ishino? Wer weiß? Ich gebe zu, wir waren nicht die Schnellsten mit dem Ding, aber jetzt ist sie da. Ab Montag gibt's Armin van Buuren Präsenz Eternity und sein Projektname Alibi. Im Übrigen für die bösen Anrufer. In der Sekunde, wo ich den Namen des Japaners Takeo Ishino erwähnte, waren schon alle Karten ohnehin weg.
Nochmal der Hinweis, 29. September, Arena. Takuichino, Mr. X und Mr. Y, Lexi Marusha, Terence Parker, Frank Müller, Andrew Bean, Stash Rider. Und jetzt probier ich Savas Pasalides. War nicht einfach. We'll be right back.
da hauen die Italiener mal wieder auf die Kacke. DJ Pure und My Definition. Die andere Seite ist noch ein bisschen rumpeliger, aber hier kommt die nette Mello rein. Und so soll es denn auch sein. Wer in den letzten Wochen die Nachrichten verfolgt hat, der hat halt außer der Tragödie in New York auch mitbekommen, dass es in England die ein oder andere Ausschreitung gab zwischen Jugendlichen asiatischer Herkunft und den Briten. Und insofern gibt es da natürlich auch, und das ist gut so, eine wunderbare Gegenbewegung, die natürlich auch aus der Clubszene kommt. Und zwar gibt's hier so ein wunderbares Bootleg von Fascist Groove Thing. Und das hören wir uns jetzt an. Und denkt immer dran, wir sind alle Menschen, wir haben alle unser Herz. Der eine am rechten, der andere am linken Fleck und dennoch sind wir alle Menschen und jeder hat das Recht auf Toleranz von gegenüber. We'll be right back.
läuten gerade schon die positiven, die lieben Chaoten ein. Der Chaos Computer... Was, was? Schreit doch mal laut, klar? So sind sie, die Computer-Geeks. Aber ich mag euch ja auch alle. Ich freue mich ja immer, wenn ihr da seid, weil das immer besonders lustig ist. Herzlich willkommen. Jetzt geht's gleich weiter. Hier redet keiner mit mir von denen. Das ist echt tragisch. Der Einzige, der sich hier gerade totlacht, ist unser Kollege Klein. Ach, Mann. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir haben hier noch eine Platte aufliegen, die heißt September Soul. Und weil der gerade so mehr oder weniger aufs Ende zugeht, der September und die Sendung auch, dachte ich, das wäre eine schöne Gemeinsamkeit. Ich verabschiede mich. Ja, oder? Ja? Das sind Überleitungen. Großartig. Ja, oder? Da wäre Ulla Kock am Bring, würde blass werden. Bring. B-R-I-N-K. Ach, mein Gott, wer weiß denn das? Ich habe von dir das erste Mal gehört, als Christiansen den Mann ausgespannt hat, die Sau. Okay, bis dann. Ciao. Thank you.
Blue Moon.